Servus zusammen, herzlich willkommen zurück im Mittelalter Medieval Dynasty, die nächste Folge. So, wir haben wieder Dinge zu tun. Wir sollen nochmal ins Dorf runter und mit diesem Uni-Ghost reden. Des Weiteren sollen wir eine Hasenfalle aufstellen, einen Holzspeer craften, Steinmesser. Ich würde sagen, wir machen das einfach direkt mal. Also die Geschichte mit der... Da drüben ist der verdammte Wolf. Also bei meinem Testlauf sind die nicht so weit aus dem Wald rausgekommen. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Wir schauen mal auf der Karte. Wo haben wir denn Hasenjagdgebiet? Das kann man sich, glaube ich, irgendwie anzeigen lassen, indem man hier die Filter verwendet. Wilde Tiere, so. Also wenn man einfach die Gebiete durchstreift, dann kriegt man das automatisch mit, was dort gejagt werden kann. Also hier drüben haben wir Wolfsgebiet, wie schon gesehen. Nebendran wäre also direkt Hasengebiet. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir sehen mal zu, dass wir hier so eine Falle bauen. Die sind einsortiert hier. Und wir benötigen einfach ein paar Stöcke. Die holen wir uns einfach unterwegs. Und ich glaube, so einen Knüppel müsste ich mir auch langsam mal bauen. Dann schauen wir, dass wir einfach hier so einen kleinen Bogen um das Wolfsgebiet laufen. Da müsste hier irgendwo ziemlich die Grenze sein. Und ihr seht schon, hier ist auch wirklich alles voll. Oh, Speisemorcheln. Weiß ich auch noch gar nicht, was ich damit machen kann. Könnte ich, glaube ich, sogar roh futtern zur Not. Und solange ich irgendein Kraut habe, was gegen Vergiftung hilft, könnte das sogar funktionieren. Also man kommt schon irgendwie durch, wenn es sein muss. So, da haben wir hier schon den, wie heißt der, der Meister Lampe. Da drüben hoppelt einer durch die Gegend. Dann stellen wir doch hier einfach irgendwo direkt die Falle auf, würde ich sagen. Handarbeit? Nein. Hasenfalle, so. Stellen wir doch hier direkt in die Lichtung. Okay. Und ist auch direkt scharf. Sehr gut. Dann für einen Speer, glaube ich, benötigen wir auch wieder einen Baum. Dann hacken wir uns nochmal einen um. Stellen einen Speer her. Dann müssen wir nochmal schnell ein paar Steine einsammeln. Dann können wir das Steinmesser, das braucht man, glaube ich, um die Tiere zu zerlegen. Ja, machen wir das einfach mal hier. So ein bisschen ein paar Jagdgeschichten über die Bühne bringen. Sammeln wir gleich noch ein paar Steine ein. Dann können wir wahrscheinlich eh schon dieses Messer bauen. So, ach, schaut euch das an. Ist es nicht alles wunderschön? Wirklich eine sehr, sehr schöne Spielwelt. Also ich bin absolut begeistert. Bauen wir vielleicht gleich zwei von den Dingern. Also man kann damit zustechen oder man kann natürlich die Dinger auch werfen. Darf dann nur nicht vergessen, die auch wieder einzusammeln. Und das Steinmesser. So, dann haben wir das schon mal erledigt. So, dann kann man sich die ganzen Sachen hier auch einfach beliebig quasi hier auf die von 1 bis 8 auf die Nummern packen. Haben wir denn das Messer? Steinmesser nehmen wir hier auf die 2. Ist die Falle schon? Nee, ist noch nicht. Okay, das dauert halt eine Weile. So, was haben wir denn hier eigentlich? Den habe ich noch gar nicht gejagt. Wir ducken uns mal. Dann kann man sich halt so ein bisschen anschleichen. Und Volltreffer. Sehr gut. Na, der hält aber ordentlich was aus. So, jetzt müssen wir dem hier hinterher hetzen. Hoffentlich läuft er nicht mitten ins Wolfsgebiet rein. Na komm. Ah, jetzt geht die noch Huste aus. Ich glaube, dass der auch nur noch einen Treffer braucht. So, wir müssen jetzt einfach dranbleiben. Oh. So, Dax ist erlegt. Dann häuten wir den einmal. Okay. 4 Fleisch hat das gegeben und 3-mal Pelz. Es gibt natürlich auch andere, also Pelz logischerweise kriegt man halt von Dachs, Kaninchen und so weiter. Wenn man jetzt ein Schwein erlegt, Wildschwein, was natürlich deutlich schwieriger ist, weil die wehren sich auch. Oder halt ein Elch oder sowas. Da bekommt man dann auch Leder raus. Oh, was haben wir denn hier? Ach stimmt, das habe ich ja noch gar nicht. Es gibt immer mal wieder so kleine Loot-Geschichten, sage ich mal. Roggen haben wir hier, okay. Da sonst irgendwas? Nee, das ist ja sowieso... Nee, okay. Mehr gibt's hier nicht. Und ich glaube, da wo man quasi startet... Okay, das ist ja hier. Aber wenn man dem Weg hier folgt, das machen wir jetzt gerade mal. Wir müssen sowieso ins Dorf runter und wir müssen dringend essen.
Eine Gemüsesuppe habe ich auch noch bekommen. Was bringt die plus 50 Nahrung? Ja, okay, super. Und 25 Wasser. Die ziehen wir uns mal rein. Da, wo ein üblicherweise am Anfang der Weg entlang führt, also hier raus aus dem Dingens, hier aus dem Wald. Ich sollte vielleicht auch mal kurz, also hier ein Bild machen, oder? Hier ein Screenshot. Für die erste Folge habe ich noch kein Bild. Man kann sich hier auch die Dings ausblenden, einfach. So. Ah, schade, dass es jetzt so neblig ist. Diesig. Aber ich bin sowieso mal gespannt. Also, ich hatte schon. Also, einfach schöne Stimmungen hier so, ne? Also, das mit dem leichten Nebel sieht jetzt schon auch echt gut aus. Auch dieses leicht bläuliche gefällt mir super gut. Aber ich bin dann mal gespannt, wenn das so durch die Jahreszeiten durchgeht. Wenn es da mal Herbst wird, wenn es Winter wird, da bin ich mega gespannt drauf. Wie sich das dann alles darstellt. So, was wollte ich jetzt eigentlich? wir können natürlich jetzt einmal ganz kurz hier, damit ihr das auch schon mal gesehen habt, uns kurz ein bisschen Fleisch zubereiten. Fackel hat man grundsätzlich immer dabei, von Anfang an. So, und jetzt können wir hier das Lagerfeuer verwenden und dann verbraten wir das direkt alles. Ach ja, übrigens, Materiallager, glaube ich, nennt sich das Ding, ist jetzt mittlerweile auch schon freigeschalten. Da könnten wir eigentlich auch schon mal das Fundament platzieren, bevor wir runterlaufen. Da muss man aber, glaube ich, ordentlich Stämme und Co. reinballern, bis das Ding fertig ist. Aber wir können schon mal den Standort bestimmen. So, Essen sollte dann erstmal kein Problem mehr sein. Davon haben wir jetzt, glaube ich, mehr als genug. Also hier unten, naja, da ist halt der verdammte Wolf, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Bauen wir es vielleicht doch hier oben irgendwo hin. Also ursprüngliche Idee war halt sowas wie Materiallager, Jagdhütte und den ganzen Kram irgendwo hier unten hinzubauen, aber ich möchte mich wirklich ein bisschen von dem Wolf anfangs noch fernhalten. Und ich sollte ein paar Speere, glaube ich, noch herstellen. Okay, wir schauen mal. Gebäude. Häuser. Nee, da ist es nicht dabei. Lager. Materiallager. Kriegen wir das hier irgendwo hingequetscht? Ja, vielleicht so leichte Hanglage sogar, hätte ich gar nichts dagegen. Wenn wir es mal rotieren. Irgendwo hier so am. Ne. Ich fürchte, ich muss es da unten hinbauen, wo sich der Wolf befindet. Ja, hier so mitten rein gefällt mir halt auch nicht. Wo ist das verdammte Viech? Da hinten. Er zieht sich gerade wieder in den Wald zurück. Ich fäll jetzt nochmal schnell einen Baum hier drüben. Um mir einfach nochmal ein paar Speere herzustellen. Ich meine, wir könnten schon versuchen, so einen Wolf auch zu erlegen. Das hätte man, glaube ich, auch direkt schon mal ein bisschen Leder. Das wäre natürlich auch hervorragend. Ich hau mal zwei Bäume um. Oh, scheiße, jetzt ist die Axt kaputt. Ja, die Steinwerkzeuge sind natürlich, also jetzt nicht gerade, zeichnen sich nicht unbedingt durch erhöhte Haltbarkeit aus. Aber man muss auch sagen, das habe ich in anderen Spielen, war das Balancing, sagen wir mal, halt schon deutlich schlechter gemacht. Also, wo es halt wirklich anfangs ultra mühsam ist, irgendwie Holz zu fällen, das fühlt sich hier alles nicht so schlimm an. Also, wenn man hier Rohstoffe besorgen muss, das ist alles. Also, es ist keine zähe Nummer. Es macht tatsächlich, es ist einfach gut gemacht. Was soll ich sagen? Es ist einfach gut gemacht, dieses Spiel. Bis hierhin. So, Handarbeit. Dann stellen wir gleich ein paar von denen hier. Mal vielleicht vier Stück. So, dann müssen wir gleich auch nochmal das Inventar ein bisschen durchschauen, dass wir nicht zu viel Scheiß mit uns rumschleppen. Oder soll ich die vielleicht. Ich glaube, die mache ich jetzt direkt alle zu Speeren, ehrlich gesagt. Ja, komm, machen wir hier das Maximum. So. Problem ist natürlich auch, der Wolf ist da unten nicht alleine unterwegs, erfahrungsgemäß. Aber man kann natürlich später auch Zäune bauen und auch, ich glaube, so richtige Palisaden, so wie da unten bei dem Dorf halt, ne, um sich einfach zu schützen. Schauen wir mal. Ja, okay, der ist da hinten. Der wird hoffentlich so schnell nicht angeschissen kommen. Wir bauen jetzt mal, wir setzen mal das Fundament da unten hin für unser Materiallager. Ist auch echt eine große Hütte. Wenn es geht, würde ich ja hier irgendwie so in dem Bereich, wenn es geht.
Ich glaube, der ist anderweitig eh nicht wirklich nutzbar hier, weil es zu uneben und zu felsig ist. Hier müsste es eigentlich gehen. Da war es doch gerade schon grün. Ja. Ist halt relativ hoch dann, ne? Aber geht schon in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal. 10 Holzstämme werden wir dafür benötigen. Aber okay. Ja. Standort ist eigentlich ganz okay. Und vielleicht können wir da direkt auch hier mal zumindest für die erste Absicherung Zaun hochziehen. Und hier hinten irgendwie, dass nicht sofort hier der Wolf durchkommt. Ah, das passt schon. Oh, er hat mich gesehen. Er kommt, der Wolf kommt. So, jetzt können wir das direkt nochmal testen. Ob mir auch wirklich sicher ist. Kann man den, Moment mal, kann man den durch das Fenster bekämpfen? Das wäre natürlich brillant. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Ja, das bringt nichts. Nee, komm, ist jetzt auch erstmal egal, würde ich sagen. Wir flitzen mal runter und beenden mal diese Quest. Da müsste es ja auch nochmal irgendeine Belohnung geben, hoffentlich. Übrigens, hier überlebe eine Jahreszeit lang. Man kann tatsächlich nach einer gewissen Zeit nicht nur eine Nacht überbrücken in dem Bett, sondern tatsächlich einfach dann bis zur nächsten Jahreszeit pennen. Also, aber es ist ein praktisches Feature auf jeden Fall, sonst wäre das ja viel zu zäh. Okay, wo ist er denn? Ich sollte vielleicht den Speer beiseite legen. Moment. Irgendwann in der Richtung, okay. Hängt wahrscheinlich in der Kneipe rum. Ich habe mich auch, muss gestehen, ich habe mich hier noch nicht wirklich umgesehen in dem Dorf. Ja, das würde halt jetzt als Diebstahl zählen, wenn ich mich hier bediene. Aber Stock und Stroh ist es dann auch wirklich nicht wert. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man erwischt wird. Wir werden das sicherlich noch irgendwann rausfinden. So, tralala. Komme zu einem schlechten Zeitpunkt. Es hat einen Mord gegeben. Aha. Na gut, komm, wir beenden das hier mal. Und ich habe irgendwie einen neuen Auftrag bekommen, glaube ich, oder? Reputation ist ein bisschen gestiegen und wir sollen jetzt mit Sambor sprechen. Oh, der ist weit weg. Der oder die. Befindet sich, kann ich das erkennen? Man sieht ja, da drüben, 732 Meter in diese Richtung. Die Quest hatte ich noch nicht bislang. Also wahrscheinlich hier drüben in Borovo. okay. Habe ich jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so viel Lust drauf. Ich würde tatsächlich eher schauen, dass wir da oben noch ein bisschen weiterkommen, dass wir zumindest mal dieses Materiallager schon mal aufstellen. Und ich nehme auch bei der Gelegenheit einfach jetzt nochmal schnell hier ein bisschen was von dem Ried mit. Ich glaube, das gibt es wirklich nur hier unten am Flussufer. Das werden wir wahrscheinlich auch da wieder zum Dachdecken benötigen. Na schön, der nächste Tag ist bereits wieder angebrochen. Ich habe also bis spät abends hier an diesem Ding noch gebaut. Viele, viele Bäume gefällt. Also das Ding ist schon ziemlich kostenintensiv. Und es dauert ein bisschen, bis man das hier aufgestellt hat. Aber jetzt dürfte nicht mehr allzu viel fehlen. Wir bauen hier nochmal schnell das Dach fertig. Und dann haben wir das Materiallager soweit auch fertiggestellt. Benötigt man auf jeden Fall für spätestens, wenn man Bewohner hat, soweit ich weiß. Also Bewohner brauchen, glaube ich, immer ein Haus, also Dach über dem Kopf, Nahrung, Wasser und das Materiallager, glaube ich, deshalb, weil sie sich dort das Brennholz holen. Das muss man auch nicht unbedingt am Anfang schon haben, glaube ich. Da dürfte es sogar genügen. Also die Häuser haben ja alle auch eine Truhe und ich glaube, da kann man auch Nahrung einfach reinpacken und solange dann Brunnen steht, dürften die sich dort hoffentlich bedienen. Und Brennholz kann man den eben auch in die Truhe legen, aber sobald das halt mal mehr Bewohner werden, dann wird man da wahrscheinlich wahnsinnig, wenn man die ganzen Sachen einfach manuell die ganze Zeit verteilt. Also oder früher oder später braucht man das Zeug sowieso, die ganzen notwendigen Gebäude und von daher passt das schon. Jetzt steht das Ding. Sehr schön. Schickes Teil. Also das ist schon alles echt gut gemacht hier, ne? Sieht echt verdammt gut aus. Okay, dann würde ich mal, was machen wir denn noch? Wir schauen gleich nochmal ins Baumenü, was wir sonst noch so machen können. Aber ich würde tatsächlich jetzt so von dem Bauvorhaben,
Ja, ich weiß noch nicht. Ich würde das halt mal so grob mir so einen Plan machen, dass man mal die erste kleine Siedlung vorbereitet. Also das heißt, wir müssen noch ein zweites Häuschen bauen. Dann vielleicht direkt eine Jagdhütte hinstellen. Brunnen haben wir schon. Und dann könnte man wahrscheinlich schon die ersten Leute rekrutieren. Aber ich würde das tatsächlich gerne möglichst weit schon vorbereitet haben. Dass man dann die Leute wirklich direkt einziehen lassen kann und die dann auch direkt ihre Arbeit nachgehen können. Okay, ich würde einmal die Falle kontrollieren gehen. Und was machen wir dann noch? Wir haben ja jetzt wieder einen ganzen Tag Zeit sozusagen. Wir können mal schauen, dass wir da irgendwie rübereiern und diese Quest dort noch beenden. So, den habe ich auch liegen lassen. So, dann mal schön die Augen offen halten. So, und da haben wir natürlich einen. Sehr gut. Sammeln wir den mal ein, häuten das Vieh, machen die Falle wieder scharf. Die kann man, ich weiß nicht, drei, viermal benutzen, glaube ich. Da muss man eine neue hinstellen. Ist der Hase jetzt quasi direkt automatisch gehäutet worden? Kann das sein? Pelz haben wir hier und Fleisch haben wir hier. Okay, ausgezeichnet. Wie sieht es überhaupt aus mit Essen? Breitwegerich übrigens habe ich in der Nacht gefunden. Da konnte ich das nicht so richtig erkennen, aber der scheint wohl gehäuft eher so hier am Waldrand vorzukommen. Und ihr seht schon selbst, das sind jetzt die ganzen Bäume, die ich gefällt habe. Hier drüben kann man halt wirklich in aller Ruhe fällen, weil man da einfach seine Ruhe hat von den Wölfen. Ich weiß nicht, ob man Bäume irgendwann nachpflanzen kann. Man kann diesen Stumpf irgendwann entfernen. Oder was heißt irgendwann, sobald man halt eine Schaufel hat. Da ist der Breitwegerich. So, welche ist denn das genau jetzt hier? Ah, okay. Das hier ist der Breitwegerich. Okay. Ja, sehr gut. Okay, dann werde ich hier bei Gelegenheit nochmal vorbeidüsen und den Breitwegerich hier komplett einsammeln. So, okay. Ich würde sagen, einmal kurz zur Hütte und abladen. Und dann hatte ich auch noch eine Sache vergessen. Da ist noch irgendwo so ein umgestürzter Wagen. Irgendwo direkt hier drüben, glaube ich, wo man sich auch noch bedienen kann, wo man ein paar Sachen rausziehen kann. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal. Der liegt, dachte ich, hier drüben irgendwo. Oder ist das vielleicht auch eher so random, dass das gar nicht in jedem Spiel gleich ist? Also ich habe ja logischerweise neu gestartet, als ich hier diese Spielwelt begonnen habe. Ich hätte schwören können, dass hier praktisch so ein gestrandeter Wagen war, wo man sich noch ein paar Sachen rausziehen konnte. Aber scheint irgendwie nicht mehr vorhanden zu sein. Oder die verschwinden vielleicht einfach nach einer gewissen Zeit. Also wenn man Erkunden lohnt sich auf jeden Fall. Man findet immer mal wieder so umgestürzte Wägen. Ich habe auch im Wald schon irgendwie so Hinterlassenschaften von Holzfällern entdeckt, wo ich mir dann eine Axt ziehen konnte und solche Geschichten, ne? Also ich denke auch, dass wir vielleicht, ja, so in der nächsten Folge einfach da ein bisschen erkunden werden und ich einfach die Zwischenzeit ein bisschen nutzen werde und hier Vorräte aufstocken. Ein paar Bäume fällen und so, dass wir halt für Bauvorhaben schon mal gut aufgestellt sind. Das ist mal so der grobe Plan. So, ich lade jetzt mal so ein bisschen ab. Ich kloppe einfach mal alles hier in diese Kiste rein. Umsortieren kann ich das dann immer noch. Dass wir jetzt einfach einmal möglichst viel Zeug hier rausbekommen, um hier ein bisschen leichter zu werden. Fleisch lasse ich jetzt auch erstmal da. Ich weiß nicht. Also irgendwann verderben die Sachen, glaube ich, schon. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. Da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Da würde ich auch mal zwei da lassen. Ach, wobei, komm, das muss man nicht mit uns rumschleppen. 18,25 Kilo. Holzspeere würde ich am Mann behalten zur Selbstverteidigung. 10 Trockenfleisch, damit wir nebenbei ein bisschen was wegsnacken können. Okay, ich denke, das passt schon. Wobei, wenn wir jetzt sowieso nichts bauen, können wir den Holzhammer eigentlich auch noch da lassen. Okay, das passt schon. Dann nehmen wir nochmal einen Schluck hier direkt aus dem Brunnen heraus. Und dann schauen wir uns diese Quest an. Wir müssen ja, ich denke, das wird da drüben auf der anderen Seite sein, hier in Borovo. Ist die Frage, kann man hier durchschwimmen? Ah, wir nehmen einfach die Brücke. Da drüben war ich auch noch gar nicht. Da habe ich noch gar nicht erkundet. Also schauen wir mal. Ach ja, und Baumenü wollte ich nochmal ganz kurz überfliegen, weil es gibt halt wirklich echt wahnsinnig viele Sachen, die man irgendwann dann später noch bauen kann. Weiß nicht, wie lange das dauert, bis man da wirklich mal hinkommt, aber hier so Grabungsschuppen, eine ganze Mine kann man bauen, Kräuterhütten,
Auch in verschiedenen Ausbaustufen, teilweise Landwirtschaft kann man betreiben, also Felder, Plantagen, eine Windmühle sogar. Also ich glaube, das wird noch richtig umfangreich, wenn man da wirklich mal so anfängt, da ein richtiges Dorf zu bauen, dann könnte das ganz schön ausarten. Ja, man kann das ja schon so ein bisschen erahnen. Die haben ja hier auch Landwirtschaft außenrum. Da werden die Felder bestellt. Eine Windmühle haben sie, glaube ich, nicht da stehen. Relativ viele Wohnhäuser. Ein Lager habe ich schon entdecken können. Ich weiß nicht, ob wir alles bauen können, was man praktisch hier in so einem Dorf, in so einem fertigen Dorf hier sieht. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich glaube, dass man tatsächlich auch irgendwann so eine Wirtschaft haben kann. So. Also schon ziemlich cool. Und auch den ganzen Dekokram kann man, glaube ich, auch alles bauen. Also Tische, Stühle. Auch hier dieser Waschzuber, glaube ich, nennt sich das Ding. Feuerstelle kann man auf jeden Fall auch bauen. Es ist schon cool. Ganz nach meinem Geschmack. So, der Heini übrigens, der ist quasi so die Schnellreisefunktion. Der bringt einen für relativ viel Geld in die Dörfer. Ja, das können wir uns am Anfang natürlich noch nicht leisten. Deswegen werden wir den Fußbus nehmen müssen. Hier neue Jagdgebiete entdeckt. Krähe und Ente. Ah, sieh mal einer an. Hier ein kleiner Stapel. Verlorene Lieferung. Sehr gut. Da ist einfach ein bisschen Geld drin. Das reißen wir uns natürlich unter den Nagel. Also ich glaube fast, dass diese Dinger hier eher so random aufpoppen. Irgendwie nach Zufallsprinzip. Da hinten liegt doch auch irgendwas, oder? Ah, man kann nicht ranzoomen. Ah, Moment mal, wir haben doch den hier. Den Fokus. Aber das bringt mir auch herzlich wenig. Na schön. Ist auch egal. Laufen wir einfach mal in die Richtung hier, 640 Meter in diese Richtung. Und schauen, ob wir da nebenbei noch irgendwas anderes bemerken. Ja, die Wälder sind schon echt verdammt schick gemacht, ne? Ja, das begeistert mich wirklich. Toll umgesetzt. Hier diese schönen, hochauflösenden, stimmigen Texturen mit den hübschen Modellen, also die ganzen Pflanzen, alles super schön gemacht. Also richtig hochwertig. Starkes Ding. Dass ich das so lange, also ich habe es lange schon auf dem Schirm, aber irgendwie dachte ich mir, ach, so ein Dynastiespiel und das ist da wahrscheinlich ultra mühsam und 1000 Bäume fällen und irgendwie kein Bock. Aber ich wusste schon, dass es gut sein soll und dass es echt gut aussieht, aber dass es so gut aussieht und dass es bis hierhin auch wirklich toll ausbalanciert ist, das ist zumindest mein erster Eindruck, ne? Ja, ich glaube, da kann man schon viel Spaß mit haben. Was haben wir da drüben für ein Tier? Das ist ein Vogel, oder? Nee, Kaninchen. Ja, wenn man dann erstmal Mitarbeiter oder wie soll man sagen, Untertanen hat, dann wird es ja wirklich erst richtig interessant. Okay, das ist gar nicht dieses Dorf, wie ich erst vermutet hatte. Wo müssen wir denn da hin? Diese Richtung. Also irgendwo hier drüben, mitten im Wald. Ich speichere mal schnell hier. Einmal zack, Schnellspeicherung. Geht auch angenehm schnell. Ansonsten hatte ich also bislang eben, wie gesagt, Wölfe. Mit Wölfen hatte ich mich mal angelegt und mit Wildschweinen. Beides sehr unangenehm, aber Diebe oder dergleichen kamen mir jetzt noch nicht zu Gesicht. Glaube ich, gibt es aber schon auch irgendwie so gesetzlose Outlaws. So, wie weit haben wir es denn nach 240 Meter diese Richtung? Folgen wir einfach mal dem Weg. Und halten so ein bisschen die Augen offen, links und rechts. Ah, sieh mal einer an, da haben wir zum Beispiel irgend so ein Camp. Hatte ich auch schon mal eins gesehen, ganz in der Nähe von unserer Siedlung. Das war zumindest verlassen. Das scheint wohl. Oh, Wolfgebiet. Wolfsgebiet. Nichts zu sehen. Okay, dann schauen wir uns das Camp natürlich an. Sieh mal einer an. Pfeile habe ich auch noch gar nicht gehabt. Oh! Achso, okay, eine Fackel. Ich dachte schon irgendwie eine schöne Keule. Brennholz, sieh mal an, liegt tatsächlich hier rum. Muss nur schauen, dass wir uns nicht überladen. Da haben wir auch noch irgendwie so einen Haufen Mehl. Okay. Schaut es mit Gewicht aus. Passt. Da liegt auch noch was, oder? Hier so ein Fläschchen. Komme ich da dran? Ja, oh, Metflasche, sehr gut. Ah, hat sich schon gelohnt. Paar Äpfel noch mit dabei.
Hier auch mal ein bisschen kurz runterbücken. Ah, da ist auch nochmal ein Pfeil. Das sind die Sachen, glaube ich, bis wir sowas selber herstellen können, das wird eine ganze Weile dauern. Also ich denke doch, dass man dafür eine Mine braucht und diverse Mitarbeiter. Okay, ich glaube, mehr gibt es aber nicht zu holen hier, oder? Holzbecher. Okay. Ja, ob Becher und Schüsseln und so ein Kram hatte ich jetzt auch schon ein paar. Ob das wirklich dann tatsächlich auch eine Funktion hat, kann ich noch gar nicht sagen. Oder ob das eher Deko ist. Oder möglicherweise braucht man es halt zum Kochen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann sehen wir mal zu, dass wir das Wolfsgebiet hinter uns lassen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Ha. Das ist der Wolf, oder? Was ist er hier? Ach, hier haben wir es ja alles. Oh, es gibt tatsächlich Bärengebiete. Okay. Wiesent. Seeadler, diverse Fische. Was haben wir denn hier? Was soll das sein? Der Dachs ist es nicht, oder? Kann es nicht erkennen. Oder ist das hier vielleicht auf beiden Seiten Wolfsgebiet? Ich weiß es nicht. Naja. Wir müssen auf jeden Fall grob in diese Richtung. Oh, sieh mal einer an. Das ist ja auch super schön hier drüben. Oh, das scheint ein Wildschwein zu sein. Seht ihr da direkt auf 12 Uhr? Da vorne ist ein Wildschwein. Mache ich auch eher einen Bogen drum. Aber das ist ja auch total schön hier. So eine Art überflutungssumpfartiges Gebiet. Das ist ja. Eieieiei. Vom Allerfeinsten hier. So, da vorne liegt auch nochmal so ein Wagen. Den schauen wir uns natürlich auch an. Ah, okay, da drüben ist irgendwie eine Hütte mitten im Wald, oder? Ist das ein ganzes Dorf? Ist jedenfalls nicht explizit auf der Karte. Ah ja, okay, zwei Gebäude sieht man hier. Ist auch größer als gedacht. Das ist hier so ein ganzes Sumpfgebiet. Dann haben wir da drüben noch mal ein paar Städtchen oder Ortschaften. Hier haben wir auch noch was. Da ist auch noch mal ein ganzer See. Hier scheint es dann auch eher so ein bisschen bergig zu werden. Ah, geile Spielwelt. Wirklich toll. So, das nehmen wir natürlich mit. Oh, Leder, sehr gut. Leder ist eine gute Sache. Steinmesser kann auch nicht schaden. Pelz nehmen wir. Wir nehmen natürlich sowieso grundsätzlich alles mit. Alles einpacken. Und mehr, glaube ich, gibt es nicht. Sehr schön, okay. Das sieht auch irgendwie. Oder täusche ich mich da? Ne, ist doch nichts. Grüne Hölle. Ja, geil. Aber ich habe mich echt auch mega drauf gefreut, hier endlich loszulegen mit dem Let's Play, nachdem ich mir das angesehen hatte. Macht halt einfach einen verdammt guten Eindruck. Ne? So, Sambor, den sollen wir hier zuquasseln. Du hast die Puffer laufen, Junge. Warte ab, schau mich an und hör auf zu zittern. Okay, wie gehabt, ich habe einfach keinen Bock, mir das alles durchzulesen. Ich klicke mich einfach durch. Es ist einfach viel Text. Dann wären die Folgen halt drei- und viermal so lang. Und das will doch keiner hören, oder? Bitte, bitte, bitte. So, ja, komm, bring's hinter dich. Eine Holzschaufel haben wir bekommen, sehr gut. Und Geld scheinbar auch, oder? Sehe ich das richtig? Ton, ah, wir sollen Ton schaufeln, alles klar. Gut. Grabe Ton ab. Jetzt ist die Frage, sieht man die Vorkommen hier auch irgendwo? Menschenquest, alle Gebäude, Häuser, Gewinnung. Aber das sind auch nur die Gebäude, ne? Also ich habe schon Tonvorkommen gesehen. Da wird er ja irgendwo eher in der Nähe von Gewässer sein, ne? Ja, also sieht nicht so aus, dass man das hier angezeigt bekommt. Kommt. Also ich hatte auf jeden Fall schon irgendwo hier hatte ich Tonvorkommen gesehen. Ist die Frage, ob das nur in der Nähe von dem großen Fluss ist oder wir hier drüben vielleicht in diesem Wassergebiet auch unser Glück versuchen könnten. Wir schauen natürlich kurz in die Häuser rein, aber das zählt wahrscheinlich alles als Diebstahl, wenn ich hier dran gehe. Ja. Deswegen lassen wir das mal schön bleiben. Das dürfen wir auch nicht mitnehmen. Ja, auch kein schlechtes Leben hier mitten im Wald.
Okay, kriegen wir vielleicht einen Hinweis darauf, wo sich genau Ton befindet? Sonst hole ich den halt dort, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Grabe Ton ab. 0 von 2. Sollen wir da so, muss man so ein ganzes Vorkommen eigentlich abgraben? Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier unten Ton findet. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte ja schon mal Ton gesehen, dann laufe ich da einfach hin und hol's mir von dort. Also auf den ersten Blick. Ach, das ist ja mega schön hier. Und da ist die Wildsau. Na gut, aber das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Für den Moment, ich werde zusehen, dass ich genügend Ton sammle bis zur nächsten Folge. Und auch einfach die Ressourcen ein bisschen aufstocke, damit wir auf jeden Fall, dass wir einfach Optionen haben. Also erkunden gehen oder weiß der Geier was. Oder halt einfach irgendwelche Baumaßnahmen durchführen. Schauen, dass wir mit irgendwelchen Quests weiterkommen. Wir werden sehen. Ich denke, wir werden hier noch eine etwas längere Reise vor uns haben. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.